daher entstanden, dass ich so quasi als Bildungswissenschaftlerin versuche, mich mit Bildungsstrategien in Entwicklungsländern zu beschäftigen und mit Bildungspolitik oder mit Bildungsstrategien als Teil von Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Und hier der Versuch eines Landes aus dem globalen Süden, in einem gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess ein anderes Gesellschaftsmodell zu erreichen, das auf demokratischer Partizipation und sozialer Gerechtigkeit beruht, das anzusehen und zu fragen, welche Bildungsstrategien hier, welche Bildungspolitik hier betrieben wird, das hat mich sehr gereizt. So quasi auch ein bisschen als Kontrastbild zu den Weltbank-verordneten oder Mainstream-verordneten Bildungspolitiken und Bildungsstrategien. Chávez hat Bildung sehr zentral gesetzt. Das war so quasi eine wichtige Forderung der sozialen Bewegungen, die so quasi Hugo Chávez auch dann zum Präsidenten gewählt haben und immer in einer sehr starken Wechselwirkung mit der Regierung gearbeitet haben. Also die Forderung war Bildung für alle, ein gutes öffentliches Bildungssystem wiederherzustellen, den Bildungsbesuch und qualitative Bildung für alle zu ermöglichen, natürlich insbesondere für die verarmte Bevölkerung, die marginalisierte Bevölkerung, zum Beispiel im ländlichen Raum. Und natürlich auch für Frauen und Mädchen oder für ausgeschlossene Gruppen, behinderte Gruppen oder auch indigene Gruppen. Das war dieses Ziel und die Regierung hat das aufgenommen und hat das eben zu einem zentralen Ziel auch der bolivarianischen Politik und des Transformationsprozesses erklärt und zunächst einmal auch sehr viel Geld dafür in die Hand genommen und bereitgestellt. Das war sehr wichtig, weiters war sehr wichtig, dass Hugo Chávez selbst jemand war, der aus einer unteren Bevölkerungsschicht kommt und für den die eigene Bildung sehr wichtig war, auch für seinen eigenen Weg. Und der auch immer wieder in seinen unterschiedlichen Reden, in seinen unterschiedlichen Fernsehsendungen, wo er so quasi den direkten Kontakt mit der Bevölkerung gesucht hat, auf die Bedeutung von Bildung hingewiesen hat. Also Lesen, Lesen, Lesen war zum Beispiel eine seiner Aussagen. Und er hat immer wieder die Bücher vorgestellt, die er gerade selbst auch gelesen hat, was sicher auch dazu beigetragen hat, dass so quasi das Sich-Bilden, das Weiterbilden einen ganz besonderen Wert angenommen hat in der Bevölkerung. Was vielleicht ein bisschen negativ war, also was auch immer wieder kritisiert wurde und kritisiert wird, das ist so quasi der Vorwurf, dass die Regierung versucht hat, die Bevölkerung über ihre Bildungsbereitstellung, über ihre Bildungsangebote zu indoktrinieren, politisch zu indoktrinieren. Das ist meiner Ansicht nach ein bisschen ein unwissenschaftlicher Vorwurf, wenn man das so sagen möchte, weil man ja eigentlich davon ausgehen muss, dass jede Form von Bildung gewisse Werte und gewisse Ideologien transportiert. Auch die Bildung, die sich so quasi als neutral darstellt oder die auch als neutral wahrgenommen wird. Also so quasi ein Bildungssystem, das bewusst versucht, vollkommen neue und andere Werte zu vermitteln, wird immer als ideologisch wahrgenommen. Und dieser Konflikt oder diese Konfrontation, die hat natürlich auch in Venezuela stattgefunden. Also beide Seiten, einerseits die Regierung als auch die Opposition, haben einander gegenseitig vorgeworfen, über ihre Bildungsangebote indoktrinieren zu wollen. Und meiner Ansicht nach muss man natürlich das in Rechnung stellen, dass natürlich hier auch versucht wird, neue Ideologien so quasi zu verbreiten. Aber das als Hauptvorwurf an eine Bildungsreform zu stellen, ist meiner Ansicht nach ein bisschen kurz gegriffen. Eine ganz zentrale Erkenntnis war, dass so quasi die nonformalen Bildungsprogramme, die die Regierung bereitgestellt hat, also Programme, so quasi die vor allem Erwachsenen oder auch Jugendlichen, aber vor allem Erwachsenen offen standen, sich weiterzubilden, die Bildungsabschlüsse nachzuholen, die sie nicht machen konnten, als sie selbst jung waren. Erwachsenenalphabetisierung, aber auch nachholende Grundschulbildung und später auch nachholende Sekundarbildung und höhere Bildung. Diese Programme vor allem hatten eine ganz, ganz wesentliche, eine zentrale Funktion bei der politischen Handlungsermächtigung der Bevölkerung. Also hier, zunächst mal wurden diese Programme in die Armenviertel hinausgetragen, also die
die Bildung kam zu den Menschen und die Menschen mussten sich nicht so quasi auf den Weg in die Städte bzw. eben in die Stadtzentren machen, um zur Bildung zu gelangen. Und das Konzept dieser nonformalen Bildungsprogramme war auch, eng verzahnt zu arbeiten mit der Realität der Bevölkerung vor Ort und auch die Gemeinden einzubeziehen in die Erstellung des Lehrplanes, in die Ausarbeitung von Projekten. Und diese Projekte waren natürlich dann wieder zum Beispiel für die Finanzierung zu verhandeln mit den lokalen Behörden oder auch mit den zentralen Behörden. Und in all diesen Prozessen haben ganz wichtige Ermächtigungsprozesse stattgefunden für die Bevölkerung, die daran teilgenommen hat. Und das war so quasi eine Form, eine neue Gesellschaft zu gestalten oder zumindest deren Beginn zu gestalten und eine neue Form, wie die Gesellschaft mit dem Staat in Verbindung steht, hat sich da anfänglich herausgebildet. Und das sind, glaube ich, Prozesse, die unglaublich wichtig sind, wenn man so quasi partizipative Demokratie tatsächlich ernst nimmt und die Ermächtigung der Bevölkerungsschichten, die an sich vom politischen Leben bis dahin ausgeschlossen waren, auch ernst nimmt. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Die zweite wichtige Lehre ist aber so quasi, der große Anspruch der Regierung war auch, nicht nur Bildung allen bereitzustellen, sondern Bildungsungleichheit zu verringern und soziale Ungleichheit über Bildung zu verringern. Und da waren zunächst sehr große Fortschritte zu verzeichnen, also die Bildungsbeteiligung ist ganz rasant angestiegen, insbesondere eben in der höheren Bildung und auch in der Sekundarbildung. Und was auch immer wieder vergessen wird, aber sehr, sehr wichtig ist, in der Vorschulbildung, also so quasi in der Bildung der 0- bis 6-Jährigen. Das hat eine ganz wichtige Funktion pädagogisch, so quasi in der Vorbereitung auf den späteren Bildungsweg. Und da hat auch sehr, sehr viel stattgefunden. Und das konnte so quasi vor allem ab dem Einsetzen der Krise wurden hier die Fortschritte, dann gingen sie langsam zurück und dann diese Reformprozesse wurden dann so quasi aufgehalten. Und was hier eine wichtige Erkenntnis ist auch, die Regierung hat es zunächst gemacht über die Schaffung paralleler Bildungswege zu den herkömmlichen. Also die herkömmlichen Bildungswege wurden nur zum Teil reformiert, nicht ganz so quasi durchreformiert, sondern es wurden parallele Bildungsangebote hochgezogen, eigentlich parallele Institutionen, die zwar per Gesetz die gleichen Abschlüsse, gleichwertige Abschlüsse angeboten haben, aber tatsächlich diese Abschlüsse nicht von gleichem Wert waren. Und so entstanden so quasi hierarchisch strukturierte Bildungswege und die letztlich dazu geführt haben, dass eben in den bolivarianischen Bildungswegen sich wiederum die unteren Bevölkerungsschichten, die verarmte Bevölkerung versammelt hat, die dann so quasi Abschlüsse bekam, die wiederum auf dem Arbeitsmarkt oder für die weiterführende Bildung sehr viel weniger Wert hatten. Das heißt, vielleicht auf einem etwas höheren Niveau oder also auf der Grundlage erhöhter Bildungsbeteiligung hat sich aber die Bildungsungleichheit wieder reproduziert. Und das ist eine wesentliche Erkenntnis meiner Ansicht nach, dass es so quasi eine Strukturreform in der Bildung braucht, dass es nicht ausreicht, nur den Bildungszugang auszuweiten und parallele Bildungsangebote zu stellen, sondern dass auch das Bildungssystem möglichst homogen gestaltet werden muss, um zu verhindern, dass es hierarchisch angeordnete Bildungsinstitutionen gibt, die aufgrund dieser hierarchischen Anordnung soziale Ungleichheit wieder reproduzieren.